Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Wir sind noch bei der Queen of Cards, denn wir haben etwas schon lange Zeit etwas vergessen hier. Und zwar liegt hier direkt am Pokertisch, wenn ich jemals dort drauf gehen kann. Ah ja, hier. Eine alte Team of Maniacs, die wir eigentlich schon mitnehmen hätten können, wenn wir das erste Mal im Winterlet waren. Aber da habe ich sehr toll darauf vergessen. Gut. Nachdem wir die Secretor-Karte letztes Mal an die Queen of Cards verloren haben, geht sie jetzt auf zu ihrem Sohn, um die Karte wieder zurückzuholen. Ganz einfach. Und zwar gehen wir dort wieder in das Atelier, wo ihr Vater tätig ist. Also ich nehme an, es ist ihr Vater. Das wird, glaube ich, nie explizit erwähnt. Und fordern ihn zum Spiel auf. Ja, wenn er die Karte nicht beim ersten Mal spielt, dann schneide ich die Versuche wie immer raus, bis er sie spielt. Hey ja, und er spielt sie gleich beim zweiten Mal. Gott sei Dank, dauert das nicht allzu lange heute. Die Spiele sind wie voriges Mal nicht allzu schwer, also wenn man selber dran ist, sollte man schauen, ob man vielleicht Minotaurus oder Cypher irgendwo links oben oder rechts unten setzt. Ansonsten, wenn er die Secretor-Karte gleich am Anfang spielt, kann man durch Siren unten links spielen, so wie immer. Und dann hat man das Spiel relativ einfach in der Tasche. Und zwar werden wir hier nehmen. Nehmen wir das hier. So, und er hat eh nicht mehr viele Auswahlmöglichkeiten. Einmal kann er sie uns noch wegnehmen und dann müssten wir nicht gewonnen haben. Ja, er nimmt uns zwar die eine Karte noch weg, aber 6 zu 4 und wir dürfen uns Secreto aussuchen. Leider ist die Tauschregel in Toilette immer noch 1, also ich habe leider versäumt, das auf die Differenzregel umzustellen. So, und wir schauen uns das Bild an, nachdem wir das Bild angesehen haben und mit dem Sohn der Queen of Card geredet haben, können wir einen kurzen Mini-Quest starten. Der ist ganz nett. Es ist übrigens besser, wenn man den Mini-Quest auf CD3 erst macht, weil dann die Items, die man bekommt, deutlich besser sind. Aber ich brauche die Items nicht wirklich dringend und ich will es noch machen, bevor wir mit CD1 weiter, also bevor wir mit CD1 zum Ende kommen. Weil jetzt kommen dann eh ziemlich lange Sequenzen, die ich mir nicht aussuchen kann, wohin ich gehe oder was ich mache, sondern wo ich eigentlich dazu gezwungen werde, etwas zu machen. So, und wir sind in dem Screen, der dem Bild im Atelier der Queen of Cards, des Queen of Cards Vaters sehr ähnlich sieht. Da gehen wir zum Hund, der hat einen Knochen und unter dem Knochen, schauen wir mal nach, bekommen wir eine Potion. Dann gehen wir einfach zurück in das Atelier und wenn ich dort bin, sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind zurück im Atelier und der Vater der Queen of Cards regt sich jetzt wieder mal auf, weil er hat ein neues Bild gemalt und der Sohn der Queen of Cards hat es wieder verunstaltet. Wir sehen uns, man muss übrigens jedes Mal, um den nächsten Teil des Quests freizuschalten, sich das Bild ansehen. Man muss die Motive erkennen und dann mit dem Sohn der Queen of Cards reden. Ja, man muss sich als Künstler durchsetzen. Das stimmt leider wohl. Und dann geht man einfach dorthin, in den Screen rein, der dem Bild quasi gleicht. Und findet dort immer den Hund. Aha, irgendwo hier muss er sein. Ja, hier oben ist er. Er ist meistens dort, oder also in der Nähe dort zum Knochen. Nicht immer gleich dort im Knochen, weil ich glaube, am ersten Screen war er etwas weiter weg, aber egal. Und ich glaube, das war jetzt eine Phönixfeder. Ich habe nicht wirklich aufgepasst. Die Items brauche ich nicht wirklich, also. Wir gehen wieder zurück. Und für die letzte Szene. Wieder regt sich der Vater der Queen of Cards auf. Das nächste Mal kitzel ich dich unter den Achseln. Okay, na, wenn es weiter nichts ist, dann reden wir noch mit dem Sohn. Das Kitzeln am Fuß war ziemlich hart. Ich hätte auch gerne so eine Folter. Ja, wir kennen das Motiv, das ist nämlich direkt außerhalb des Ateliers.
Und hier ist der Hund. Da schauen wir wieder unter dem Knochen nach. Und bekommen eine goldene Nadel. Und jetzt müsste eigentlich, ja, jetzt kommt der Vater, also quasi der Großvater des Jungen her. Ich weiß nicht. Kann doch wohl sein, dass er seinen Fehler eingesehen hat, oder? Hey, eine Katze! Oh oh. Oh. Weil du immer nur Blödsinn machst. Okay. Ja, das war's mit dem kurzen Seitenquest. Mit dem Hund von. Oder mit dem Hund des Queen of Card Zones. Wir können noch etwas machen in Dorlett. Zumindest kurz herzeigen. Es ist, hat mit storymäßig nichts wirklich zu tun. Hat aber einige lustige Dialoge. Und zwar gehen wir jetzt nochmal. Also probieren wir jetzt auf den Sendeturm in Dorlett zu gehen. Also auf den Richtung Sendeturm zu gehen. Da wo wir bei der Seed-Mission waren. Und. Ja, das ist mir eigentlich egal. Also ich würde da trotzdem gerne rein. Ja, diese Wache langweilt sich. Ist das Laguna oder? Okay, lässt uns einfach vorbei. Nicht schlecht. Hier können wir quasi den Berg nochmal raufgehen. Dieses Mal mit einer etwas anderen Musik. Die erinnert mich auch an etwas, allerdings an eine Szene, die wir bald haben werden. Sorry wieder für den Bildfehler, der lässt sich leider nicht bereinigen mit dem Emulator, den ich verwende. Und hier geht's noch einen Screen quasi rauf. Und ich glaube, dann müsste Ende sein. Also das ist der Screen, auf den wir langsam gehen mussten. Hier mussten wir langsam gehen, damit wir nicht vom Roboter umgestoßen werden. Wir wollen kämpfen. Ja, natürlich. Hey, oh oh oh. Vielleicht hätten wir doch nicht. Vielleicht hätten wir doch nicht kämpfen sollen, aber das Problem hat sich wohl von selbst gelöst. Sharp 2? Okay. Das ist wohl ein ähnlicher Fail wie der vorige. Okay, und hier ist dann quasi Sendepause. Hier können wir nicht mehr weiter. Also ich kann euch kurz noch zeigen. Da geht es nicht mehr weiter. So, und ich. So, bevor ich nach der Toilette zurückgehe, was ich nach dem Screen noch nicht mache, also offscreen machen werde, haben wir noch etwas vor, und zwar wir werden den Kartenwandler wieder anschmeißen. Und nachdem wir jetzt schon. Ups, hier. Nachdem wir die Secreto-Karte schon zurückgeholt haben, quasi, also ihre Schuldigkeit schon erledigt, ihren Zweck schon erfüllt hat, so. werden wir Secreto und Minotaurus, also Secreto können wir in 100 Dino-Knochen umwandeln und Minotaurus können wir in 10 Adamantine wandeln. Wir schauen uns gleich mal an, was die 10 Adamantine können, und zwar lernen die für die GFs Körper plus 60, werden wir vielleicht gar nicht brauchen, ist aber gut zu haben. Und dann machen wir mit Zeitwandler wo haben wir jetzt? Die 100 Dino-Knochen für Squall. Da können wir aus einem 20 Beben machen. Das ist sehr toll. Da brauchen wir nämlich 5 und bekommen 100 Beben für jeden von uns. Das heißt für Cell auch und für Selfie. Und die Beben sind sehr toll zum Koppeln auf Magie. Das zeige ich jetzt schon schnell her. Ups. Koppeln, Zauber, Magie, Beben, 49 von 19. Obwohl ich hier schon Shell gekoppelt habe. Irre, irre. Also, Drawgrinden wird deutlich einfacher werden jetzt. Hier auch, Zobsucht von 29 auf 55, immerhin fast doppelt so viel. Und Zauber, Shell, Beben, 54, irre. Gut, jetzt haben wir natürlich einige Spells frei, die wir anders verkoppeln können. Ich glaube, wir könnten Geist hier in Shell umtauschen. Hätte ich 46, ja, das ist okay. Aber ich glaube, Geist habe ich sonst nirgends noch. Die lerne ich erst. Egal. Dann schauen wir noch, ob unsere GFs auch das Richtige lernen.
Hier Elementangriffkopplung okay, Elementangriffkopplung okay, Elementabwehrkopplung mal 2 ist okay. Behandeln ist auch okay. Stärkekopplung brauchen wir. Das ist gleich fertig. Nach Stärkekopplung werden wir wahrscheinlich Geistkopplung lernen. Das ist deswegen, weil Brothers meistens mit Quetzalcoatl also auf dem gleichen Charakter sein wird. Und Quetzalcoatl hat HP-Kopplung, die hätte ich eigentlich nicht lernen müssen. Dann Magie und Vitalität, glaube ich. Und Brothers hätten eben Geist und Stärke noch dazu. Deswegen werde ich nach Stärkekopplung die Geistkopplung lernen. Nur damit ihr nicht vergesst, was ihr lernen sollt. Und hier lernen wir immer noch Rauben, das wird sich nicht so schnell ausgehen. Egal. Wir sind jetzt soweit. Ich gehe wieder zurück nach Telling City und mache das natürlich offscreen, da der Weg ziemlich weit ist. Und wenn ich dort bin, sehen wir uns wieder. So, wir sind zurück in Telling City. Gleich direkt vor Kara's Mansion. Ich glaube, ihr müsstet schon wissen, wie es hierher geht. Und wir wollen jetzt die Antwort geben. Nicht vergessen, die Zahlen muss man quasi in umgekehrter Reihenfolge eingeben. Also hier meine Zahl ist 182. Und hier müsste ich den 2er eingeben, dann den 8er und dann den 1er. Also 182. Und das ist direkt der richtige Code. Sehr schön. Jetzt geht's auf quasi ins Finale von CD1. Hier könnten wir noch speichern, brauche ich aber nicht. Ich arbeite sowieso fast ausschließlich mit Save States. Ja. Vor allem Squall fragt niemals warum, er macht einfach. Und wir sind endlich im Kara's Mansion. Wir könnten mit den anderen auch reden, die haben allerdings nichts wirklich Wichtiges zu sagen. Die einzige, die wichtig ist, ist hier Rinoa. Ja, sie macht jetzt mal Radar, was auch immer das heißen mag. Okay, wir warten. Wir sind Seed, wir können das am allerbesten. Okay, was heißt das jetzt? Das lässt sich vielleicht einreden. Okay, offenbar dürfte irgendwas bevorstehen. Ja, es ist ihr Befehl, dass wir unbedingt auf sie warten. Ich weiß nicht, ob wir das noch machen werden. Keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Oh. Und das ist General Caraway. Also Oberst Caraway. Wieso darf er das sagen? Oh. Er ist ja Vater, deswegen. Klingt sehr logisch. Ist in echt auch relativ oft so, also dadurch, dass die Sprösslinge von den Generälen immer sehr gut gebildet sind, regen sich die Diktaturen immer am ersten auf, weil sie zu der komischen Studenten-Clique meistens gehören. Also das ist ein sehr realistischer Aspekt eigentlich. Das glaube ich nicht, Tim. Das ist das erste Mal, dass Squall hier... Ja, das erste Mal, dass Squall hier irgendwie... direkte Befehle missachtet oder missachten will oder so. Okay, aber im Endeffekt regt er sich nicht wirklich auf. Was ist jetzt eigentlich der Plan mit der Hexe? Natürlich, wir machen alles so, wie wir wollen. Das war genau meine Frage. Klingt nach einer sehr guten Idee. Ja, wir schließen zuerst mal Waffenfrieden. Also, Waffenstillstand soll das, glaube ich, heißen. Und was die Mission gegen die Hexe genau beinhaltet, also wie das aussieht und wer wohin gehen muss und was machen muss, das sehen wir als nächstes Mal, wenn es da heißt Let's Play Final Fantasy 8. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.